Wow, Leute! Oh mein Gott, heute wird es einfach mal richtig verrückt. Guckt mal hinter mich. Hier ist einfach eine richtig coole Karte. Denn wir spielen heute eine Runde Suchen und Verstecken. Aber das Besondere heute ist, dass wir uns heute einfach in jeden Block verwandeln können und uns somit richtig krass verstecken können. Aber natürlich mache ich das Ganze nicht alleine, denn mit dabei ist mein bester Freund... Braxi! Yo, hi Leute, wie geht's dir, Lumi? Oh, mir geht es super. Ich hoffe, du bist schon bereit, um zu verlieren. Haha! Niemals. Ich bin der beste Verstecker und der beste Sucher. Oh, das werden wir ja rausfinden, denn wir haben hier eine richtig große Karte. Und wir werden das so machen, dass man immer eine Minute Zeit hat, um sich zu verstecken. Und dann hat der andere 5 Minuten Zeit, um einen zu finden. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Wenn ihr darauf Lust habt, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und jetzt würde ich sagen, Braxi, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Dann würde ich sagen, du drehst dich um, machst die Augen zu und ich werde mich als allererstes verstecken. Natürlich haben wir nur eine Minute Zeit. Bist du bereit, Braxi? Ich bin bereit und ich würde sagen, deine Zeit läuft ab jetzt. Okay, Leute, ihr seht's, die eine Minute läuft jetzt. Wir springen erstmal ins Wasser. Okay, Leute, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen uns verstecken. Wir haben ja nur eine Minute Zeit und ich habe nicht mehr so viel, nur noch 40 Sekunden. Ne? Okay, wir müssen uns das alles ganz genau anschauen. Hier ist ein Haus und schaut mal, hier ist eine Küche. Das macht sich doch perfekt, denn was gibt's meistens in einer Küche? Richtig, eine Truhe. Das heißt, was haltet ihr davon, Leute, wenn wir uns einfach hier in dieser Küche als eine Kiste verstecken? Das heißt, ich verwandle mich jetzt in eine Kiste, Leute. Wow. Und jetzt schaut mal, jetzt gehen wir da einfach in die Lücke rein. Und ihr seht auch, der Timer ist perfekt zu Ende und wir sind versteckt. Oh mein Gott, Leute. Braxi wird mich hier niemals finden. Okay, Braxi. Ich glaube, die Zeit ist um. Das bedeutet, du darfst jetzt kommen. Okay, jetzt beginnen meine 5 Minuten. Ich muss mich beeilen, aber ich glaube, ich weiß, wo du dich aufhältst. Oh, das war knapp. Du wirst mich hier niemals finden. Ich habe mich super stark versteckt. Das denkst auch nur du. Also, wenn man eine Minute Zeit hat, hat man nur einen kleinen Radius. Das heißt, du kannst nicht weit weg vom Haus sein. Vielleicht bist du ja außerhalb des Hauses. Und ich werde dir auf jeden Fall keine Tipps geben. Ich kann dir nur sagen, dass ich einfach ultimativ gut versteckt bin. Haha! Bist du dir da ganz sicher? Was macht denn ein Schwamm auf einem Baum? Ich bin kein Schwamm, du Vollidiot. Oh Mann, ich war mir ziemlich sicher, da war ein Schwamm auf einem Baum. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, das heißt, du musst bestimmt irgendwo zu Hause sein. Oh, Leute, ich hoffe, er wird mich hier in der Küche nicht finden. Oh, er steht direkt vor mir. Schaut mal da, Leute. Braxi, ich glaube, du bist ganz weit weg von mir gerade. Hörst du meine Schritte? Nein, natürlich nicht. Okay, das ist schon sehr merkwürdig, weil so weit kannst du dich eigentlich gar nicht versteckt haben. Ich sehe dich. Was macht denn eine Treppe neben der Truhe? Habt ihr... Das war ich auch nicht. Ich sag doch, du wirst mich hier nicht finden. Oh Mann, Leute, mein Versteck ist einfach viel zu gut. Oh mein Gott, du wirst mich niemals finden, Braxi. Das glaubst auch nur du. Wie lange habe ich eigentlich noch? Oh, du hast noch ganze 3 Minuten und 25 Sekunden. Oh, das ist ja noch ein bisschen... Okay, wenn du also nicht oben bist... Und du bist in der Bücherhalle. Bist du vielleicht ein Buch? Oh nein, wie konntest du nur darauf kommen, dass ich ein Buch bin? Oh Manno. Du bist nicht zufällig ein Schwamm? Nein, natürlich bin ich kein Schwamm, Braxi. Du hast mich nicht. Du wirst mich niemals finden. Ich bin einfach zu gut versteckt. Das macht doch gar keinen Sinn. Du musst hier irgendwo sein. Irgendwo. Ich glaube, ich hab dich. Oh nein. Was macht ein Schwamm in der Küche? Haha,
Ich bin kein Schwamm, du Trottel. Oh Mann, das ist voll unfair. Ich denke die ganze Zeit, du bist ein Schwamm. Oh Gott, Leute, das war echt richtig knapp gerade. Er stand einfach genau einen Meter vor mir, aber hat mich nicht gefunden. Ich sag doch, das Versteck ist einfach zu gut. Hier ist die Tür offen. Das heißt, du hast die Tür aufgemacht. Nein, hab ich nicht. Das kann auch ein Hase gewesen sein. Oh, seit wann öffnen Hasen denn Türen, du Dussel? Das geht gar nicht. Ist mir auch egal. Ich wollte dich nur erinnern, dass du nur noch eine Minute und 50 Sekunden Zeit hast. Mann, Mann, Mann. Gib mir einen Tipp. Komm schon, das ist unfair. Okay, Leute, komm. Ein Tipp geben wir ihn. Ich bin im Haus versteckt, aber mehr sag ich nicht. Ha, ich glaube, ich weiß, wo du dich versteckst, du Dussel. Wo denn? Du bist nämlich eine Seelaterne. Nein, bin ich nicht, du Trottel. Oh Mann, ich war doch im kompletten Haus. Und ich sehe hier nichts. Braxy, ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Die erste Runde werde ich wohl gewinnen. Haha. Niemals. Warte, ich finde dich bestimmt. Wenn du nicht oben bist und unten habe ich überall alles abgecheckt. Ich meine, hier war ich auch schon. Oh, Leute, er steht wieder direkt vor mir. Ich hoffe, er sieht mich dieses Mal nicht. Er hat nur noch 55 Sekunden. Aha, ich glaube, ich weiß, wo du bist. Du bist irgendwo in diesem Raum hier. In welchen Raum, Braxy? Ich weiß ja nicht, wo du dich befindest. In der Küche. Bitte, fass auf keinen Fall die Bücher an. Ich bin doch bestimmt kein Buch, Braxy. Ha, du Trottel hast mir verraten, dass du ein Buch bist. Nein, bau die nicht weiter ab. Braxy, tu das nicht. Oh nein. Veräppelt, ich bin kein Buch. Du bist diese Fackel hier oben. Nein, nein, natürlich nicht, Braxy. Hier sind zwei Fackeln. Und du bist die Fackel hier. Bin ich wohl doch nicht, du Trottel. Aber was kannst du denn sein? Das macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht bist du ja der Kuchen hier. Oh, Braxy, ich muss dich enttäuschen, aber deine Zeit ist abgelaufen. Wo bist du? Oh, guck mal, Braxy. Überraschung. Oh nein, tada! Du warst die Kiste. Ja, du warst die ganze Zeit bei mir und hast mich nicht einmal angeguckt. Mann, ich dachte, in der Küche gehören Kisten. Das wäre doch viel zu auffällig gewesen. Na gut, der Punkt geht an dich. Oh Leute, das hat so viel Spaß gemacht, sich einfach als Kiste zu verstecken. Wenn ihr das auch cool fandet, dann lasst auf jeden Fall jetzt mal ein Abo da. Weil ich fand, das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Aber Braxy, die Welt ist noch viel größer als nur das Haus. Das heißt, Runde 2 kann deutlich schwieriger werden. Und du weißt, jetzt bist du dran. Du musst dich jetzt verstecken. Und ich habe auch schon eine Idee. Okay, dann würde ich sagen, treffen wir uns wieder oben und dann bist du an der Reihe, okay? Okidoki, los geht's. Okay, Braxy, hier wären wir wieder. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt umdrehen und dann läuft ab jetzt deine Minute, um dich zu verstecken. Los geht's! Und los! Leute, während Braxy sich jetzt unten versteckt, müssen wir schon mal ganz gut überlegen, wo könnte er sich verstecken oder in was könnte er sich verwandeln. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es jetzt in die Kommentare, weil natürlich will ich das Suchen und Verstecken gewinnen. Ich finde, das macht so viel Spaß, Leute, sich einfach in Sachen zu verwandeln. Aber natürlich ist es auch umso schwieriger. Aber Leute, kein Problem. Braxy hat nur noch, ich glaube, knapp 18 Sekunden Zeit, um sich zu verstecken. Deshalb, Braxy, du musst dich ein bisschen mehr beeilen. Ich beeil mich ja schon. Warte kurz. Oh, oh. Und Leute, wir zählen alle gemeinsam. 5, 4, 3, 2, 1. Und die Zeit ist um, Braxy. Ich werde jetzt kommen. Oh nein, du kannst noch nicht kommen, das ist unfair. Oh doch, die Zeit läuft. Leute, ihr seht den Timer. 5 Minuten ab jetzt. Und das bedeutet Aschbombe! Oh
Okay, Braxy, mach dich auf die Hut. Ich werde auflauern. Mann, das ist voll unfair, wenn du mich jetzt finden würdest. Ich glaube, du bist nicht so dumm und hast dich wieder im Haus versteckt. Aber der Zaun ist auf. Das ist ein Zeichen. Vielleicht hast du dich ja, in so einen Teppich versteckt. Okay, Glück gehabt, Braxy. Sei ehrlich, hast du dich im Garten versteckt, hä? Nicht im Garten. Okay, wir gucken weiter. Die Map ist echt riesig, Leute. Er kann echt überall sein. Ha, okay, Braxy. Vielleicht hat er sich ja doch im Haus versteckt. Wir gucken mal. Hier sieht alles normal aus. Wenn ihr irgendetwas Auffälliges findet, Leute, müsst ihr mir auf jeden Fall Bescheid geben. Vielleicht hat er sich ja auch oben versteckt. Vielleicht hier dieser Tisch? Auch nicht. Vielleicht so eine Blume. Nein, lass die Blume in Ruhe. Braxy, wo hast du dich versteckt? Vielleicht da? Auch nicht. Okay, jetzt habe ich dich. Du bist diese Kiste. Braxy, du warst ja nicht diese Kiste. Wo bist du nur? Ich bin nicht zu Hause, das kann ich dir verraten. Okay, Leute, wir haben nur noch 3 Minuten und 20 Sekunden. Ne? Okay, wenn du nicht zu Hause bist, hast du dich bestimmt hier versteckt. Auch nicht. Ha, jetzt habe ich dich aber. Auch nicht. Mann, Leute, das gibt's doch nicht. Braxy, du Lümmel, wo lauerst du, hä? Also, ich kann dir sagen, dass ich dich gerade gesehen habe. Oh, du siehst mich also, du Blödmann. Jetzt weiß ich, wo du bist. Du hast dich als Holz verkleidet. Ha! Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Leute, wo kann Braxy nur sein? Ha, halli, hallo, jetzt! Mann, aber ich sehe dich immer noch. Du siehst mich immer noch? Leute, wir haben nur noch 2 Minuten und 30 Sekunden. Das gibt's doch nicht. Braxy, okay, sag mal, siehst du mich immer noch? Und die Pflanze hinter dir kann dich auch nicht retten. Oh, Leute. Jetzt guckst du sie sogar an. Leute, wir müssen die Ohren aufhalten. Braxy meint, er sieht mich. Das heißt, er kann nur in diesem Bereich hier sein. Okay, Leute, ihr müsst mir helfen. Sieht in dem Bereich irgendetwas extrem auffällig aus? Vielleicht hat ein Block eine andere Farbe oder irgendetwas. Ihr müsst mir helfen. Wenn euch irgendwas auffällt, schreibt es jetzt in die Kommentare. Vielleicht ist er in der Bombe. Da waren wir gerade. Vielleicht ist er in dem Pilz. Das können wir uns noch anschauen. Braxy, ich glaube, jetzt habe ich dich, aber... Nein, nicht in dem Pilz. Das ist doch unfair. Jetzt! Das warst du auch nicht. Hey, wo bist du, Blödmann? Du bist dieser Crafting Table. Dann bist du diese Truhe. Hey, was bist du denn? Das gibt's nicht. Leute, es kann doch nicht sein, dass Braxy gewinnt. Wir haben nur noch 1 Minute. Wir müssen weiter gucken. Hier ist noch etwas. Vielleicht dieser Teppich hier. Auch nicht. Nein, du bist auf der ganz falschen Spur, Lumi. Oh, ich weiß, dass du mich veräppelst, Braxy. Leute, die letzten 35 Sekunden. Wo soll ich nur gucken? Ich weiß doch nicht, wo Braxy sich versteckt haben könnte. Aber wartet. Vielleicht bist du ja hier in dem Busch drin, Braxy, hä? Ich weiß, dass du irgendwo hier bist. Oh nein, Leute, die letzten 13 Sekunden. Sekunden, warte mal, fällt euch was auf? Der Block hier ist viel dunkler als dieser Block hier. Nein, ist er gar nicht, du Blödmann. Braxy, wie knapp. Und jetzt ist sogar die Zeit vorbei. Gerade in der letzten Sekunde habe ich dich noch gefunden. Der zweite Punkt geht wohl auch an dich. Aber nur, weil du so coole Zuschauer hast, die dir geholfen haben. Ja, du hast recht. Das ist alles dank eurer Hilfe, Leute. Mann, Braxy, dein Versteck war aber auch echt nicht so gut, muss ich dir sagen. Okay, aber diesmal werde ich mir Mühe geben und werde dich finden. Okay, Leute, das bedeutet nächste Runde. Jetzt bin ich wieder an der Reihe und ich darf mich erneut verstecken. Das bedeutet, wir treffen uns wieder oben auf der Blume. In Ordnung? Das geht klar, los! So.
So, Braxy, hier wären wir wieder. Du siehst, wir haben noch ganz viele andere Möglichkeiten, um uns zu verstecken. Ich würde sagen, Braxy, ab jetzt habe ich wieder eine Minute Zeit, um mich zu verstecken, okay? Okay, und ich drehe mich um. Die Minute läuft ab jetzt. Okay, Leute, das heißt wieder Arschbombe. Okay, Leute, diesmal sollten wir uns wirklich beeilen. Und diesmal werde ich mich auch ganz weit weg verstecken. Nicht wieder hier vorne. Wir dürfen Braxy ja keine Chance geben, dass er uns findet. Deshalb werden wir jetzt ganz ans Ende der Karte laufen. Okay, Leute, wie wäre es, wenn wir uns zum Beispiel da oben oder so verstecken? Das halte ich für eine richtig coole Idee. Oder zum Beispiel hier in so einer Blume. Oder auf so einem Pilz oder vielleicht auch einfach hier an so einem Hang als Sandkorn. Oh, also ich könnte mich in so ein Sandkorn verwandeln, aber das könnte eventuell auch zu auffällig sein, Leute. Oh nein, wir haben nur noch ganz wenige Sekunden. Ich glaube, ich weiß es, Leute. Ich werde mich einfach in eine Blume verwandeln und zack. Ich glaube, so wird mich Braxy niemals finden, wenn ich hier oben versteckt bin. Braxy wird mich hier sowieso niemals finden. Okay, Braxy, meine Zeit ist abgelaufen. Und ich muss dir sagen, ich habe ein richtig cooles Versteck. Ich sehe dich sogar. Und du darfst kommen, denn deine 5 Minuten laufen ab jetzt. Attacke! Oh, ich muss sagen, ich habe perfekt gesehen, wie du runtergesprungen bist. Haha. Das heißt, wenn du mich sehen kannst, musst du irgendwo sein, wo es oben ist. Nö. Ich hab bestimmt nur aus dem Fenster geguckt, unten vom Haus aus. Ja. Du bist nicht so blöd und würdest dich nochmal im Haus verstecken, weil ich das gesamte Haus abgecheckt hatte. Oh, ich sehe dich schon wieder, du Dussel. Aber du bist noch so weit weg, du wirst mich nicht finden. Okay, also, ich glaube nicht, dass du dich hier versteckt hast. Das wäre zu langweilig gewesen. Und vielleicht hast du dich im selben Ort versteckt, wo ich mich versteckt habe, weil du gedacht hast, dass ich ein Dummkopf bin. Ja, du bist ja auch ein Dummkopf, denn du bist voll in der falschen Richtung. Aha, in der falschen Richtung hast du also gesagt. Los, Freunde, ihr habt Lumi auch gerade geholfen. Fällt euch hier irgendwas auf, was anders aussieht? Leute, ihr dürft ihnen keine Tipps geben. Hört auf damit. Okay, schreibt es unten in die Kommentare. Okay. Das heißt, wenn du mich gesehen hast, musst du auf jeden Fall auf einer Plattform gewesen sein. Wir müssen mal hier hoch. So. Braxy, da oben bin ich doch sowieso nicht. Du kannst gleich wieder nach unten gehen. Das glaubst auch nur du. Du denkst auch, ich bin ein Dussel, oder? Weil ich nämlich genau weiß, dass du ein Pilz bist. Nein, bloß nicht. Nein. Oh. Ja, und diese Stufe hier, die sieht auch komisch aus. Die macht gar keinen Sinn. Das heißt, du bist die Ha, bin ich nicht, du Dummkopf. Oh Mann, das ist voll unfair. Freunde, seht ihr hier irgendwas Auffälliges, was hier gar nicht hinpasst? Also ich sehe gar nichts, Braxy. Ich glaube, du bist an der falschen Stelle. Bist du sicher? Ich höre in deiner Stimme, dass du echt Angst hast. Ich und Angst? Nein, ich doch nicht. Niemals hätte ich Angst, dass du mich findest, weil ich bin an einer ganz anderen Stelle. Da wirst du mich sowieso niemals finden. Oh, aha. Hier ist Wolle und überall ist grüner Beton. Und Lumi, ja? Ich glaube, ich habe dich gefunden. Nein, bestimmt nicht. Leute, schaut euch Lumi hier drüben an. Guck mal, wie er sich versteckt hat. Ach, Lumi, du Dussel, habt ihr... Du hast mich nicht. Mann, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso kannst du dich so gut verstecken? Okay, Braxy, wir müssen mal weiterschauen. Ich wollte dir sagen, du hast nur noch 2 Minuten übrig. 2 Minuten? Mann, wo kannst du nur sein? Leute, er steht direkt wieder neben mir. Oh, ich hoffe, er sieht mich nicht. Drück mir die Daumen. Was denn für eine schöne Blume? Ich wünschte, sie wäre gelb gewesen. Ja, Braxy, da gebe ich dir recht. Gelbe Blumen sind einfach die besten. Finde ich auch. Aber warte mal.
Ja? Seit wann stimmst du mir denn zu? Weiß ich nicht. Ich meinte eigentlich, gäbe es voll doof, Mann. Irgendwo musst du hier sein. Du würdest mir niemals zustimmen, dass gelbe Blumen cool sind. Leute, Brexy hat fast nur noch eine Minute. Dann haben wir es geschafft. Komm schon, drück mir nochmal alle die Daumen, dass wir es überleben und er uns hier nicht findet. Warte mal. Seit wann wachsen Blumen denn? Welche Blumen? Ich weiß nicht, welche Blumen du meinst. Ich hab dich gefunden. Nein. Blumen. Leute, rennt. Wir müssen rennen. Brexy, bitte. Nee. Hab dich. Okay. Mann, das wären nur noch 20 Sekunden gewesen. Manno. Mann, Brexy, wieso bist du auf einmal auf die Idee gekommen, mich zu finden? Als du gesagt hast, dass gelbe Blumen voll cool sind und ich gemerkt habe, dass Blumen gar nicht auf Beton wachsen, musste ich nur 1 und 4 zusammenzählen. Und das sind 6. Also eigentlich sind 1 und 4 5. Aber egal. Brexy, damit würde es ja bedeuten, dass es 1 zu 2 für dich steht. Also ich habe 2 Punkte, du hast 1 Punkt. Es gibt eine letzte Runde. Ich würde einfach sagen, dass die letzte Runde jetzt alles entscheidet. Das heißt, sie wird entscheiden, ob ich gewinne oder ob du gewinnst. Und du weißt, jetzt darfst du dich nochmal verstecken. Sollte ich dich also finden, habe ich ein für alle Mal gewonnen. Sollte ich dich aber nicht finden, hast du gewonnen, hörst du? Und diesmal wirst du keine Chance haben, weil ich schon eine richtig coole Idee habe. Okay, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns oben auf der Blume wieder. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind wieder oben angekommen. Und ich muss sagen, Brexy, die Karte ist immer noch relativ groß. Du könntest dich also noch sehr gut verstecken. Gib dir Mühe, das ist die entscheidende Runde jetzt. Werde ich auf jeden Fall machen und diese Runde werde ich mit nach Hause nehmen als Sieger. Okay, ich würde einfach sagen, die Zeit läuft genau ab jetzt. Und Attacke. Okay. Leute, ich drehe mich wieder um und wünsche mir einfach mal, dass Brexy kein gutes Versteck findet. Also Leute, wir hoffen mal, dass wir ihn finden. Brexy, du wirst sowieso kein gutes Versteck finden. Das glaubst auch nur du. Okay, Brexy, deine letzten 10 Sekunden laufen. Bist du denn gut versteckt? Ich bin versteckt und du wirst mich niemals finden. Okay, die Zeit ist auch jetzt um. Das bedeutet, Leute, meine 5 Minuten laufen ab jetzt. Und ich werde dich finden. Attacke! Leute, oh Mann, so oft wie ich heute schon hier reingesprungen bin. Okay, Brexy, dann gucken wir doch mal. Vielleicht bist du jetzt wieder im Haus. Kann ja sein, hä? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, wenn er nicht im Haus ist, Leute, wo soll er dann sein? Komm schon, ich darf dich jetzt auf keinen Fall gewinnen lassen. Leute, wir müssen alles absuchen. Er könnte zum Beispiel hier dieser Baum sein. Okay, Versuch was wert. Vielleicht hast du dich aber auch in Laub versteckt, Brexy, hä? Oh nein, bitte nicht Laub. Bitte, geh da weg. Oh Mann, das ist zu offensichtlich. Du bist kein Laub. Vielleicht bist du auch jetzt dieser Teppich. Warte, du hast dich da runter ver... Okay, auch nicht. Oh Mann, Leute, das ist echt nicht so einfach, wie ich dachte. Oh, wo kannst du dich noch versteckt haben, Brexy? Vielleicht... Bist du ja auch in irgendeinem Geheimraum? Man weiß ja nicht. Vielleicht gibt es hier ja geheime Räume. Boah, Brexy, ich habe einen Geheimraum gefunden. Und ich sehe, wie du da gerade reinläufst, du Blödmann. Was? Okay, aber dann bedeutet das ja, dass du hier sein musst. Oh, ich weiß es, du bist diese Kiste. Du bist... Wann, was bist du denn? Du bist diese Kiste. Oh nein, da sind nur ganz viele Blöcke drin gewesen. Wo sollst du denn sonst sein? Wir haben nur noch die letzten 3 Minuten, Leute. Okay. Da bist du ja wieder.
Warte mal, Brixie, soll das bedeuten, du siehst mich hier, oder was? Mhm, ich sehe dich. Aber ich bin bestimmt auch nicht im Pool. Oh, du bist hier eine Kiste. Du bist die Kiste. Du bist... Du Nein. Hä? Das gibt's nicht. Du hast dich in so einen Grill versteckt. Ich weiß es! Hä? Nein, nein, nein. Hör auf, die Grille kaputt zu machen. Aber, Brixie, du bist ja auch kein Grill. Was sollst du denn sonst sein? Manu, das gibt's nicht, Leute. Okay, er sagt, er hat mich gesehen. Leute, ihr müsst mir nochmal helfen. Seht ihr hier irgendetwas Verdächtiges? Wenn ja, lasst jetzt ein Like da. Weil irgendwie sehe ich nichts. Aber Leute, was mir auffällt, seit wann ist diese Leiter da? Flummi, magst du spinnen? Oh, ich vermute, du bist die Leiter. Ich werd's ausprobieren. Hä? Die funktioniert ja ganz normal. Mann, ich hätte schwören können, dass du eine Leiter bist, Brixie. Wow, ich bin doch keine Leiter, ich wäre doch kein Dummkopf. Leute, wo soll er sonst sein? Vielleicht hast du dich in so einem Buch versteckt. Nein, auch nicht. Vielleicht in dieser Laterne da oben? Auch nicht. Ah, Leute, wartet mal. Fandet ihr nicht, Brixie hat sich gerade sehr auffällig verhalten, als ich meinte, dass er keine Leiter ist? Brixie, willst du mir vielleicht was sagen, Okay, du hast mich. Ich bin Spinnennetz. Und warte mal, warum ist da unten eigentlich ein grauer Fleck auf dem Boden? Der fällt mir jetzt erst auf. Du bist da bestimmt mit nassen Füßen getrampelt. Vielleicht sollte ich es ausprobieren. Und weiter. Und noch eins. Brixie, willst du was sagen? Ich bin weg. Ich wusste es. Leute, nur noch 20 Sekunden und Brixie rennt einfach weg. Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Du entkommst mir nicht, du rennende Leiter. Leute. Du kriegst mich niemals. Nein, nein, nein. Nur noch 10 Sekunden. Jetzt komm schon. 5, 4, 3, 2. Ja! Aua! Oh Mann! In der letzten Sekunde noch. Du dachtest wohl, dass du mir entkommen kannst, hä? Oh, das war nur Glück, weil du ein Doofkopf bist. Oh, du bist der Doofkopf, denn du hast verloren. Leute, wenn euch das heutige Suchen und Verstecken gefallen hat, müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Checkt auch meinen Freund Brixie in der Beschreibung ab. Und bevor ihr geht, müsst ihr noch auf das Video hier neben meinem Kopf drücken. Das ist auch richtig cool. Schaut's euch an. Und jetzt bis zur nächsten Folge. Tschüss.